Also wir waren dominant, doch dann hat was gefehlt und wir konnten nur noch halten. Es war an sich ein gutes Spiel von uns, doch wir kamen dann an den Rückstand nicht mehr ran. Ja, super angefangen, ja, ein gutes Spiel gemacht am Anfang, gut den Ball laufen lassen, gute Körper bekommen. Dann kam leider die Verletzung, das hat man dann auch gemerkt, das hat so ein bisschen auch den Spielern im Kopf eine kleine Bremse gegeben. Aber es war schön zu sehen, dass sie trotzdem gefightet haben. Ja. Die haben dann auch eine lange Zeit geschafft, viele Stops zu generieren, was toll war. Leider konnte man das Momentum nicht so richtig wieder auf unsere Seite schwingen. Da Komplimente an das Team aus Hannover, die haben das wirklich super gemacht. Mit dem großen Spieler, der wirklich schwierig zu halten war, da hatten wir unsere Probleme gehabt. Natürlich haben wir noch einige Baustellen. Im Rebound müssen wir noch besser werden. Ja, im Zusammenspiel gibt es auch noch einige Kleinigkeiten, die wir besser machen können. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir im nächsten Spiel da einige Sachen deutlich besser machen und vielleicht dann auch einfach mal wieder ein Spiel gewinnen. Ja, das wäre schön. Do zápasu sme vstúpili s väčšími chybami, ale spravili sme to v posledných dvoch periodách. No ja sa to snad budem snažiť trošku rozvinúť. Opäť sme mali dlhú cestu sem na turnaj, 6 hodín, kým sa tí chalani trošku dostali do takého zápasového tempa, trvalo to. Mali sme v podstate len 10-15 minút na rozcvičku. Ten zápas bol taký rozháraný, podľa mňa pre diváka neveľmi atraktívny, strašne veľa stratených lob sme tam mali, strašne veľa chýb, či už do prechodovej fáze do útoku, ale aj v postupnom útoku. Obrana bola nekoordinovaná a tak ďalej, takže v podstate môžem povedať, že utrpeli sme víťazstvo, aj keď sme radi, že tým vyhral. Ideme sa nejako dať dokopy teraz a pripraviť sa na ďalšieho supera.